Leute, es ist soweit. Wir machen mal weiter mit der nächsten Main Quest. Wir haben nur noch zwei übrig, wenn ich das richtig sehe in den Sammlungen. Und wir gucken dann mal, was hier abgeht. Let's go. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir bei etwas helfen könnten. Wie schön, Sie zu sehen, mein junger Ravenclaw. Ich möchte mich noch einmal im Namen meiner Familie bedanken. Alle waren froh, dass der Zauberstab, mit dem Richard Jackdaw vor vielen Jahren verschwand, wiedergefunden wurde. Obgleich auch etwas unbrauchbar. Freut mich zu hören. Nun, Eleazar, Professor Fig, hat mir eine Eule geschickt. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Er ist fertig. Warum musstest du den extra einpacken? Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden nie die gleichen sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Ah ja. Geht's immer ab. Hallo, ist meine Maus defekt, oder? Du gehörst nicht hier. Boah. Ein Lamm auf der Schlachtbank. Ich ah, noch verschiedene Sachen. Na komm, gehen wir nochmal. Imperium. Zeit für einen Ausgleich. Kutio. Wie viel haben wir da hängen? Was hast du getan? Nee, gefällt mir nicht so ganz. Aktuell ist ein bisschen. Bombarda!
Nee. Okay, da ist der Henker. Oh, der Henker. Nee, da gehen wir raus hier. Oh, ich muss mal hier... Danke, ihr seid wunderbar zum Auffrischen von... Oh komm, ich bin gerade aber erst raus aus der Rolle raus. Als ob. Nein, zu spät. Zu spät, Junge. Ich bin die ganze Zeit am anderen ausweichen. Den haben wir soweit. Ja, die Henker sind halt hier das Problem. Ich wollte mir aber da geht auch aufheben, falls noch was Krasseres kommt. Das weiß ich halt. Oh. Das weiß ich halt gerade nicht. Ja, diese Blitze sind halt. Hallo, mach. Ziemlich leicht. Ging ich noch hin. Wärst du doch zu mir gewechselt. David? Das war gut für ein Kind. Ha, seid jemand um eine Menschen. Komm, trink! Du willst du nicht noch machen? Pompada! Akio! Nein! Komm, trink! Ein Lampen der Schlachtbank. Das wird besser heißen. Nee. Levioso. Estendo. Impulso. Pisto, Momento, Pego. Nein. Passt nicht so ganz. Oh, da gibt's sogar noch einen Ferry. Haben wir noch irgendwo einen Henker oder irgendwas? Nee, haben wir nicht. Imperio. Der ist auch weg. Und damit den Henker, ja moin. Schau mal nach oben. Ja, die Henker sind halt immer. Der Rett ist weg. Oh mein Gott. Das war gemein. Ich dachte, mitten im Protego war ich drin. Gleichzeitig ist immer schwierig. Halt. Ja. So, also wieder neue da. Wer schon? Seid jetzt viele Gegner, dass das ausreichend nicht schwer ist. Keine Chance. Die ist mal weg. Haben wir noch irgendwo was? Ja, die da oben, ne? Oh, schon wieder nochmal. Ich soll noch ein paar Items einsammeln, bevor ich hier dann irgendwann rausgeschmissen werde, ohne die gesammelt gekriegt zu haben. Akio. So, die haben wir da oben weg. Schon wieder. Again. Ich dachte, jetzt kommen wieder mehr hier. Und ich warte mal drauf, dass ein paar Stärkere wieder mal kommen. Oh, warte mal, Victor Rookwood, der Innenseiter. Oh, da hat sich jemand davor gestellt gerade. Weg mit dir, Rookwood. Handy, warte. Ich hab dir doch gerade Avada Kedavra. Da war doch die Bossleiste. Ja, sag ich doch.
Ich hatte ihn weggehauen. Besiege Viktor Rokor. Check. Kehre zur Kartenkammer. Zurück ist die nächste Aufgabe. Aber, Leute, ich glaube, das müssen wir morgen machen. Denn wir wollten uns das Finale ja noch ein bisschen aufheben. Ich gucke mal ganz kurz hier in die Herausforderungen rein. Und jetzt gehe ich mal in Aufträge rein. 13 von 14. Es fehlt noch ein Mainquest. Dann heißt das, wir machen jetzt so weiter wie auch gestern schon. Und gucken, dass wir auf die 100% pushen. Ich muss noch Tierwesen retten und einzigartige Tierwesen züchten. Das wird, denke ich mal, recht zügig gehen können. Aber ich muss noch jede Menge retten, um hier 100% zu kriegen. Ich muss noch Handbuchseiten finden. Vor allem in Hogsmeade brauchen wir noch welche und im Hochland. Und in Hogwarts, die haben wir schon alle. Ja gut, und im Kampf, ich muss noch Sumpfgrattler besiegen. Und berüchtigte Gegner habe ich selten welche gemacht. Trolle habe ich fertig besiegt. Polsterung 3. Und Duellleistung, da muss ich mal ein bisschen häufiger drauf gucken. So ein paar Camps mal klären. Ja, ich beobachte mal, ob ich ein bisschen Sumpfgrattler kriege. Wir müssen gehen erkunden. Leute, ich genieße es zu sehr, als dass ich es alles weghäckseln will. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder auch so praktiziert. Weil das ein gewisses Maß von Selbstdisziplin fordert. Aber wenn ihr so eine richtig geile Tüte Snacks habt, whatever, inhaliert ihr die auf den ersten Schlag oder teilt ihr euch über mehrere Tage auf, damit ihr möglichst lang etwas davon habt? Ich bin jemand, der sich das eher aufteilt. Um möglichst lange etwas davon zu haben. Und hinten ist der Rest. Genauso ist es auch hier, wobei das mit Lesen noch was anderes war. Als die Bücher damals rausgekommen sind, musste ich mir ein Kontingent setzen. Ja, nee. Ah, nee, ich kann jetzt nicht weiter lesen. Ich will das Buch nicht an einem Tag durchlesen, sozusagen. Also immer dann, keine Ahnung, als Harry Potter irgendein neuer Band rauskam, 3., 4., 5., 6., 7., whatever. An den Bänden, du hast mal ewig drauf gewartet, dich auch gefreut und so. Ah, der neue Band ist da, der neue Band ist da, der Band ist da. Und dann, ah, Mist, ich muss mich disziplinieren. Ich will nicht alles an einem Tag durchlesen. Die kriegen mich nicht klein. Der komplette Chat ist einfach auf Inhalieren. Aber ich glaube, ich bin sehr sparsam generell aufgewachsen und habe etwas gemerkt, einfach, was gar nicht mal so eine schlechte Lebensphilosophie ist, und zwar in vielen Dingen einfach langfristig denken. In dem Moment, wenn du etwas verkonsumierst, was du halt nicht unbedingt brauchst gerade oder so, ist es halt verkonsumiert und weg. Und wenn du dann wirklich mal Hunger auf Snacks oder sowas hast, dann hast du keine mehr jetzt als Beispiel. Aber dadurch, dass du always prepared bist und immer was im Backup hast, hast du jederzeit, wenn du mal wirklich ein Bedürfnis hast, die Möglichkeit, einfach immer zufrieden und happy zu sein, wenn du alles hast. So Leute, ich bin schon ein paar Mal drüber geflogen. Hier entsteht so ein Torbogen manchmal und der kommt immer spontan unter mir und wenn ich wegfliege, verschwindet er auch wieder. Das heißt, wenn ich da zurückkomme, ist der weg und jetzt sehe ich gerade einen spontan und da kann ich ja mal richtig durchgehen. Hier entsteht ein Heckenlabyrinth. Leider bin ich hier gerade bei Nacht am Start. Lumos. Da ist zum Beispiel jetzt eine große Kiste. There we go. Das ist die Challenge, die zu finden. Ein nicht identifizierter Gegner. Das kann sich lohnen, damit ich was Hohes kriege für mein Level. Ja. Oh Leute, wir haben was gefunden, den Grimm. Der Grimm. Wir haben den Grimm gefunden und da hinten sind der weiße Wolf. Hier sind lauter berüchtigte Gegner. Der weiße Wolf ebenfalls hier. Okay, bei... Ach, ein Fairy ausgewählt. Weißer Wolf, Diet. Aber der Grimm ist auch weg. Einfach eine absolute dunkle Cave hier drin. Revelion. Lumos. Wo man mal lang kann. Der Grimm. Confringo. Die war gut versteckt, die Cave. Die war richtig gut versteckt. So, Leute. Ich habe gesehen, nochmal um zusammenzufassen, ich habe bei den Herausforderungen, bei der Erkundung, auch hier Besendesigns freigeschaltet. Ich habe den gerade mal aktiviert und in meiner kompletten Geschichte, in der kompletten 50 Stunden Spielzeit, habe ich das bisher nicht gerafft,
dass ich auch hier den Besen mit Linksklick nochmal customizen kann. Ich dachte, ich kann verschiedene Besen mir halt kaufen bei dem Dude in Hogsmeade. Aber ich habe mich für den coolsten entschieden, nämlich den Glutsprint. Das ist dieser hier. Und dann gibt es halt auch noch ein Lauffeuer. Aber wo ist denn da der Unterschied jetzt hier? Außer dass er so ein bisschen verbucherter aussieht. Und das habe ich, glaube ich, gekriegt. Nee. Das habe ich gekriegt. Blitzschnellbesen oder so. Oder Funken oder den. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich komme immer durcheinander mit den ganzen Sachen. Aber ich kann auch hier verschiedene Designs auswählen. Und wisst ihr was? Ich nehme ausnahmsweise mal den hier zur Abwechslung. Ab sofort als mein Besen eben gerade. Hier kann ich aber nichts mehr customizen, oder? Na, ich kann halt entscheiden, ob ich halt Wolkenschwinge haben will oder Caligo. Und Caligo gab es, glaube ich, nur mit der Deluxe-Version. Den hat halt nicht jeder. Mal in dunkler Form. Oder ich hätte auch einen Testral nehmen können. Nee, dunkler Hippogreif ist schon cool. Leute, Ziel wäre es, mit Mainquest bald weiter loszulegen. Da ich ganz frisch beim Streamstart bin, würde ich ein bisschen anlaufen lassen, ein paar Kleinigkeiten noch machen. Und dann legen wir los für die finalen Aufträge. Das ist der letzte Mainquest. Und ich habe auch noch die anderen Queststränge, die sich ebenfalls wahrscheinlich jetzt beenden werden oder so. Da stürzen wir uns drauf. Und trotzdem habe ich auch vor, in den Collections 100% zu machen. Guck mal hier, wir sind so weit. Das schaffen wir noch, denke ich mal, I guess. Die berüchtigten Gegner, die spawnen nicht mehr, wenn... Sterne sind gut. Die spawnen nicht mehr, wenn man sie einmal besiegt hat, ja? Oh, falscher Spell. Ups. Gehen wir durch. Ah ne, bei dem. Den kriegen wir weg. Warum ist denn so dunkel? Ich sehe schon wieder gar nichts hier. Das ist einfach jämmerlich. Oh. Confringo! Der ist schon mal wieder weg. Und hinten ist der berüchtigte Gegner. Bombarda. Der war One-Hit. Ich glaube, der war berüchtigt schlecht. Ist er aus der Karte gefallen? Ich glaube, es ist aus der Karte gefallen. Bin mir gerade nicht sicher. Hier waren noch mal auch berüchtigte Gegner. Wir müssen so oder so noch weg. Ich glaube, hier war ich. Hier war ich noch nicht. Nee. Okay, zügellos. Die sind ziemlich zügellos, muss ich sagen. Hallo? Bomb. Nee, nur wenn sie zu mir draußen angeht, das glaube ich. Der ist jedenfalls weg. Da ist noch ein anderer. Der ist weg und da hinten ist jetzt der Zügellose. Ungezügelte. Da hinten werden auch nochmal zwei. Den weg. Ja, auf hart ist die Reaktionszeit viel kürzer. Oder sind viele. Na gut, das heißt viel. Ein bisschen. Ich schätze mir so ultra viel auch nicht. Den machen wir weg. Ja, dann haben wir alle Sumpfgrattler auch hier jetzt erledigt. Meine Damen und Herren, es wird Zeit für den letzten Teil, glaube ich, der Hauptquest. Wir haben auch noch ein paar von den etwas längeren Beziehungs- und Nebenquests. Die müssen wir dann anders noch machen. Aber fürs Erste geht es nochmal hier los. Let's go. Victor Rookwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivanders mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich. Ja, nicht nur Rookwood. Seine 25 Kollegen, die er mitgenommen hat, die habe ich auch direkt mitbesiegt. Und zwar alle auf einmal. Er hätte mich getötet, sobald er das Behältnis gefunden hätte. Ich hatte keine Wahl. Sie haben recht. Sie hatten keine Wahl. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Ich bin bereit für das, was kommt. Also gut. Die Hüter warten schon. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte.
Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Das hier muss der Weg zum Behältnis sein. Er war die ganze Zeit hier in der Kartenkammer. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindringen von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja. Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Bahnt ihr den Weg zum Behältnis? Ja, wenn man gerade davon spricht. Ich frage mich, ob Renrock hier ist. Gehen wir. Ja. Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein. Wir haben Schlimmeres überstanden, Professor. Durchkämpft die Gegend. Es muss hier irgendwo sein. Wir müssen in der Nähe sein. Renrock wird unsere Fortschritte begrüßen. Als ob so riesige Caves unterm Schloss sind. Wir holen uns zurück, was uns gehört. Ja. Bombarde! Frau Professor, ihr könnt ja mal mitkämpfen, sag ich so. Nicht besonders klug zu uns. Oh. Confringo! Wir müssen weiter. Renrock muss hier irgendwo sein. Dieser Bohrer steht zwischen uns und ihm. Verschieben wir ihn. Ich regle das. Augenblick. Jo. Der hat ihn einfach weggekickt. Ist mir doch egal, wo die Professoren sind. Frühstücke die zum Mittagessen. Ah ne, zum Frühstück. Ach, ich hab schon wieder über den falschen angegriffen. Oi, oi, bin ich aber. Oi, oi, oi. Boah, der Professor liegt auch am Boden. Eine Sackgasse. Was nun? Ich spare mir, glaube ich, mal richtig schön alte Magie auf und sowas. Und auch, kommt Trollpopel her damit. Ja, eine Sackgasse. Also, ich check halt... Die Mauer! Dort geht es weiter! Sehr aufmerksam, mein junger Freund. Es klappt! Weiter! Ich wollte gerade sagen, wenn die mit alter Magie geschützt ist und nur Leute mit alter Magie da rankommen können, dann können die Kobolde ja eh nicht ran, außer ich. Renrock muss dem Behältnis wohl langsam näher kommen. Ich fürchte, Sie haben recht, Professor.
Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitersuchen. Lumos! Lumos! Ja? Hattest du schon? Hören Sie, noch mehr Kobolde. Eindringling! Wen haben wir denn da? Das sind Blitzbogen! Da bist du ja! Akio! Leviosa! Oh, ich wollte gar nicht alte Magie eigentlich, aber. Da kann man mithelfen. Oh. Ich scroll immer falsch. Ich scroll immer falsch durch meine Spells seit Ewigkeiten. Hallo? Ist der letzte eigentlich, ne? Oh, das hat sogar Professor Fick erwischt. Diese Tunnel haben uns bisher wenig Glück gebracht. Petrificus Totalus. Oh, nee, das nicht. Rebellion. Da liegt noch ein Trank. Ja. Ja, Professor, da gibt's irgendwie nichts. Da müssen wir wohl in die Richtung gehen, wa? Wir kommen näher, Professor. Da lang. Na, wenn ich doch jeder Einzige bin, der das kann, warum... Na, egal. Da vorne wieder Big Bohrer und Cave. Können die da rein apparieren? Die Kobolde haben die Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. In meine Richtung! Wir werden schon fertig! Ha! Ha! Sie schaffen das! Legen die Fetzen. Wir sind wieder mittendrin. Ja, der Scheiß, der das sagen hat. Der Schüler hat das aber nicht mitgenommen, ne? Sie kommen genau rechtzeitig, Professor. Da, Professor. Bewegen. Bombarden. Contringo. Ah, dein Schild da hinten. Komm, trink! Haben wir noch irgendwas? Oh, vorne wieder? Ah, da wollte ich gar nicht hin. Ah, lass mich raus. So. Der kämpft erstmal für uns jetzt. Was Professor Sharp noch? Einfach ein Kampfroll. Ich nehme mal keiner war da hier dafür jetzt, okay? Bei dem. Verflucht ist er. Ich habe überlegt, Protego zu machen, das kam aber nicht. Jetzt da. Ah, oh, sehr schön.
Das wäre mir doch nicht passiert. Doch geht es weiter. Lass mal warten. Ich wusste es. Das guckt sich wie ein Film. Das ist einfach ein einwandfreier Film. Er starb! Schnell! Geschafft. Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodcock und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden. Aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben sie jetzt damit? Ah, jetzt können wir doch wählen. Hier lassen oder öffnen? Leute, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum zum Geier geht man jetzt überhaupt da rein, öffnet die Sicherheitsmechanismen, um zu diesem Kern zu kommen. Ich habe jetzt die Tür aufgemacht. Die Kobolde wären da doch alleine niemals reingekommen. Der Chat sagt mal wieder öffnen. Aber, also, ich habe ja schon die Unverzeihlichen gelernt, was eigentlich ein Schritt über die Grenze war. Aber ich denke, ich würde es da lassen. Die Spark-Entscheidung wäre da lassen. Ich spiele jetzt ja so, wie wenn ich praktisch Hogwarts wäre. Gut, vielleicht ein bisschen begrenzt, aber... Ich würde es da lassen, glaube ich. Leute, ich glaube, das ist eine persönliche Entscheidung, da würde ich keine Umfrage im Chat machen. Wir werden das bestimmt noch herausfinden, was die andere Option bringen würde. Vielleicht kann ich dann auf YouTube mich ein bisschen spoilern lassen, weil, also, ich habe es ja dann nicht gewählt. Ich würde das auch nie sehen, es sei denn, ich spiele es nochmal komplett, das Spiel. Ich würde es hier lassen, würde ich sagen. Ich werde das Behältnis so lassen, wie es ist. Das freut mich zu hören. Ich habe nachgedacht. Was denn, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren Sie es? Ja gut, das Problem ist halt der Mangel an Informationen. Man weiß ja nicht, was da drin ist. So, und oder was das für Auswirkungen hat. Also, das ist schon wieder so Gruselstuff, aus dem Albträume gemacht werden. Und manche Dinge kann man einfach auch nochmal begraben. Die Hüter hatten recht. Das Risiko dieser Magie ist zu hoch. Es liegt in meiner Verantwortung, sie zu beschützen. Ich verstehe. Aber sie sind nicht allein. Ich helfe ihnen, so gut ich kann. Ah.
Die Arroganz der Zauberwelt. Siehst du, ich habe für den aufgemacht. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Renrock. Er hat dir nie gehört. Der wäre doch nie reingekommen. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, wichtigtuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber auf. Okay, ich glaube, ich muss das gar nicht öffnen. Ab hier. Ja. Renrock Bossfight. Ich habe noch weiter auf hart gestellt. Mal gucken, ob wir durchkommen. Ich weiß noch nicht, was da abgehen wird. Eine Sekunde. Er absorbiert die Macht des Behältnisses. Confringo. Oh, was? Deine königliche Magie ist mein Geschmackskind. Ja, was soll ich denn da machen bei dem? Ja, was jetzt? Entweder oder. Jetzt geht's. Dafür habe ich alte Magie gespielt. Keine Sorge, ich werde mich davon befreien. Okay, jetzt ging der Pfad auch hier vorne. Ich glaube, ich muss da vorne durch jetzt. Zweimal alte Magie geben. Jetzt sind sie so weit weg. Okay, das geht schon mal nicht. Du hältst mich nicht auf! Ja. Rebellion. Gibt's heute, glaube ich, nichts in der Nähe. Kann ja nichts machen. Hey, ich hab doch von Fingo gemacht. Warum zählt denn das nicht? Jo. Das gefällt dir also nicht? Da wünschte ich, hätte doch mal die Tränke geskillt. Leute. Ey, wenn ich gerade unterwegs bin, ist ein bisschen hart hier auf der Stufe. Wir werden doch mal dafür sorgen, dass die Powertränke uns mehr geben, ja? Gut, ich habe nicht nur eine begrenzte Anzahl an Stuff. Talent geskillt und weiter geht's. Bisschen alte Magie drauf. Ich habe heute meine alte Magie hier, aber habe ich nicht viel. Oh mein Gott, der Trank macht mich komplett voll. In einem Rutsch. Sag mal, ey, kannst du nur ausweichen. Okay, und ich dachte, ich kann es mir noch Zeit nehmen. Nope. Auch wenn ich auf Half bin, muss ich einen Trank nehmen. Okay. Geht's aber ab hier, der mit seinen Spucke-Dingern. Du hältst mich nicht auf! So. Müssen wir ganz dringend hier durch.
da wieder ein Kuchen. Oh. Leute, wir müssen auch hier mal ganz dringend endlich Talentpunkt nochmal nehmen. Hold on. Die Gesundheitstränke waren zu wenig. Beides geskillt und damit sollte ich hoffentlich immer genug Gesundheit dazu kriegen. Das gibt's einfach nicht. Du kannst kaum ausweichen hier. Hallo? Nee. Nein, geht nicht. Wo haben wir denn hier nochmal? Das gefällt dir also nicht? Immer schön drauf damit. Jetzt sehe ich die Bossleiste. Immer wenn ich die Bossleiste sehe, dann können wir da drauf kommen. Und jetzt ist er wieder stabil, oder was? Ich glaube ja. Nee. Oh Gott. Der ist ultra big einfach. Sag mal, was muss ich machen jetzt hier? Ich kann halt nur alte Magie mal drauf machen, aber... Das geht sogar noch. Oder auch nicht. Imperio geht wahrscheinlich nicht. Brauche ich gar nicht erst probieren. Ja, damit kann man noch leben jetzt. Da habe ich einfach zurückgeschleudert. Man kann diese Feuerkugeln von ihm nehmen und zurückschleudern. Ja. Ich sehe mal nicht, wann der angreift da ist. Hey, hey, hey. Macht er seine Attacke? Hello? Da bin ich nicht richtig rangekommen, leider. Muss mal einen Trank nehmen wieder. Hallo. War ich zu weit weg. Konnte ich nicht angesehen für uns. Ja, komm, ich mach nochmal alte Magie. So. Der hat auch noch ziemlich viel Leben übrig. Hier geht's weiter, wie mir aussieht. Ich habe noch die Hälfte der Tränke circa. Jetzt müssen wir mal gucken. Guck dir mal die ganze Gegend hier an. Das sieht absolut gestört aus. Das ist irgendwie cool. Du entkommst mir nicht, Renrock. Du kannst dich nicht verstecken, Renrock. Ich bin zu weit weg. Ich kann das nicht anvisieren. Ich muss näher ran dann teilweise leider. Akio.
War schon immer schön. Ich gehe jetzt drauf. Ich gehe jetzt drauf, so heftig wie ich kann. Du wirst sterben! Zauber, Renrock! Das ist das Ende, Renrock! Sag mal, yo, der haut aber richtig dran. Ja, ich kann dich sowieso nicht angreifen, ohne jetzt hier nicht. Hallo? Nee. Akio! Nein. Ach, so schnell komme ich nicht ran. Ich bin nicht so mobil genug, um ihn angreifbar zu machen. Ich bin nicht mobil genug. Ey, 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 ich muss ganz dringend mal weg hier. Und jetzt habe ich erstmal wieder ein Problem. Oh nein, 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 ich kann sogar noch. Und ja, ich mache ohne unverzeihliche Leute. Hallo? Ist der weiterhin angreifbar? Der ist weiterhin angriffbar. Jo, der macht es ja gar nicht mehr unangreifbar. Oh Gott, der war wieder böse. Oh, da muss ich. So, ich lieg gerade hier. Ah. Ja, okay, der macht sich. Oh, böse. Ja, ich versuche dann teilweise die Teile zu fangen, aber das Timing ist immer super schwer. Oh oh. Das ist für Professor P. Was? Professor P? Oh, oh mein Gott. Ich habe nur 8 Tränke. Ja, komm schon. Werde ich nicht mit Unverzeihlichen besiegen, aber wir nehmen den. Alte Magie. Was? Nein.
Professor. Miriam. Oh. Miriam, hätte sie geliebt, mein junger Freund. Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. Professor Elea Safik. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fake? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Unglaublich, dass wir Fick verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen, und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rookwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rookwoods Bündnis mit Renrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Renrock zusammen. Als er deine Schwester sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert.
So grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich, wenn ich mehr weiß. Ach, endlich wieder gutes Wetter. Der Winter ist vorbei. Oh, endlich, endlich, endlich kein Winter mehr. Ja. Was tut so gut? Das Schloss sieht wieder schön aus. Einfach die letzten 25 Stunden nur Schnee gehabt. Du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen und das Ende des Schuljahres erreicht. Deine Zacks nahen, es ist Zeit, deinen Fortschritt in deinem Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt und schließe noch alle offenen Beziehungsgeschichten und Nebenaufträge ab und vervollständige dein Handbuch. Genau, und das würde ich auch noch sehr gerne machen.